Thema Bartglätten. Mit einer Rundbürste und einem Föhn oder mit einer Glättbürste bzw. mit einem Bartglätter? Was funktioniert besser? Ich habe mir meinen Bart extra ein bisschen länger wachsen lassen und habe mir heute Morgen tatsächlich zweimal meinen Bart geglättet. Einmal mit einer Rundbürste und einem Föhn und direkt danach ein zweites Mal mit einem Bartglätter bzw. einer Glättbürste, um zu schauen, was besser funktioniert. Bevor ihr allerdings anfangt, euren Bart zu glätten bzw. mit Hitze zu hantieren, solltet ihr auf jeden Fall vorab eure Barthaare schützen und das funktioniert am besten mit einem pflegenden als auch schützenden Bartöl. Wir haben erst kürzlich unser Bartöl gelauncht. Unser Bartöl eignet sich perfekt dafür, denn unser Bartöl besteht ausschließlich aus natürlichen Ölen wie Arganöl, Traubenkernöl oder auch Macadamiaöl. Ich verlinke euch unser Bartöl selbstverständlich unten in der Infobox. Ihr könnt natürlich auch irgendein anderes schützendes und pflegendes Bartöl nehmen. Hauptsache, ihr verwendet vorab eins. Gestartet bin ich mit der Rundbürste und dem Föhn und ein ausführliches Tutorial, wie ich das Ganze ganz genau mache, habe ich auch schon mal gemacht, verlinke ich dir oben in den Infocards. Kurz und knapp, aber nochmal erklärt. Als erstes wird der Bart natürlich selbstverständlich komplett vernünftig eingeölt. Und dann nehme ich eine passende Rundbürste für den Bart dazu, sowie einen Föhn. Stell den Föhn auf die mittlere Hitzestufe als auch auf die mittlere Stärkestufe. Und mit Drehbewegungen bürste ich den Bart dann passend in die Richtung, wo ich ihn hinhaben möchte. Und aus kurzer Distanz halte ich dann den Föhn da drauf und glätte bzw. föhne meine Barthaare passend in die Richtung, in der ich sie haben möchte. Das Gute an dieser Methode ist, dass die Barthaare allein schon durch die Bartbürste ideal gepackt werden und auch schon ein Stück weit langgezogen werden, wodurch sie halt auch schon ein Stück weit geglättet werden. Und mit der Bartbürste können halt auch kurze Barthaare ideal gepackt werden. Und das ist gerade dann gut, wenn du noch keine extrem lange Bartlänge hast. Zudem hast du natürlich auch die volle Kontrolle, da du nämlich den Föhn aus kurzer Distanz draufhalten kannst, aber auch den Föhn etwas weiter weghalten kannst. Und mit dieser Technik können halt auch perfekt Wirbel rausgearbeitet werden bzw. glatt gezogen werden. Man kann sehr präzise und sehr, sehr genau arbeiten. Als ich damit durch war, bin ich nochmal unter die Dusche gesprungen und habe meinen Bart dann anschließend nochmal ein zweites Mal geglättet. Diesmal mit einer Glättbürste bzw. mit einem Bartglätter. Den Bartglätter bzw. die Glättbürste habe ich dann erstmal auf die niedrigste Stufe gestellt, das waren in diesem Fall jetzt 170 Grad und bin dann mit dem Bartglätter ganz sanft durch den Bart gefahren. Und das hat auch soweit super funktioniert, keine Frage, und hat eine gute Kontrolle, da es drei verschiedene Hitzestufen gibt und dieses Gerät ist einfach auch klein und handlich und man hat auch wirklich gar keine Bedenken, dass man sich irgendwie verbrennt, denn diese Stäbe, die da rausschauen, die sind wirklich nicht allzu heiß. Man merkt zwar, dass es wirklich schön warm wird, weil es auch schon ein bisschen dampft, aber man braucht wirklich keine Angst haben, dass man sich irgendwie in irgendeiner Weise verbrennt. Allerdings kann man die Barthaare mit der Glättbürste einfach kaum packen und auch nicht langziehen. Und so können halt auch Wirbel schlecht rausgearbeitet werden und man kann halt auch nicht ganz so präzise arbeiten. Deshalb habe ich später auch nochmal die Rundbürste mit dazu genommen und habe dann die Kombination Rundbürste und Bartglätter ausprobiert. Das hat auch wesentlich besser funktioniert, weil man einfach mit dieser kleinen Rundbürste für den Bart die Barthaare halt ideal packen kann. Aber vollständig habe ich meine Wirbel an den Seiten dann leider doch nicht rausbekommen. Das sieht man hier jetzt schlussendlich auch nochmal im direkten Vergleich miteinander. Ich habe nämlich an den Wangen so leichte Wirbel, gerade wenn mein Bart länger wird, dann kräuselt sich das Ganze und dann entstehen da in Anführungsstrichen so kleine Dellen im Bart und die habe ich mit der Rundbürste und dem Föhn wesentlich besser rausbekommen als mit dem Bartglätter oder mit dem Bartglätter und der Rundbürste. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Beide Methoden funktionieren, keine Frage, aber der größte Vorteil an der Rundbürste und dem Föhn ist halt, dass du wesentlich präziser und genauer arbeiten kannst und halt dementsprechend auch deine Barthaare besser packen kannst und auch Wirbel schön glatt ziehen kannst. Und das ist halt für mich persönlich extrem wichtig, weil ich halt an beiden Seiten, gerade dann, wenn mein Bart länger wird, einfach so kleine Wirbel habe und dann einfach so kleine Dellen in den Bart bekomme. Und bevor ich mir ein Bartglätter zulege und mir dann gleichzeitig noch eine Rundbürste zu Hilfe nehmen muss, bleibe ich einfach direkt bei der ersten Methode. Man muss logischerweise natürlich sagen, dass ich jetzt keinen extrem langen Bart habe und nicht so wie ein Nikolaus rumlaufe. Das sieht dann möglicherweise noch mal ein bisschen anders aus. Aber bei meiner aktuellen Bartlänge gewinnt ganz klar die Methode Bartbürste und Föhn, weil man damit einfach wesentlich genauer arbeiten kann. Alle Produkte zum Bartglätten verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und jetzt wünsche ich allen da draußen ganz viel Spaß beim Glätten eures schön wohlgezüchteten Bartes.